Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute die weltbeste Burgersoße und wenn du wissen möchtest, wie man die macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und für die weltbeste Burgersoße brauchen wir als erstes den weltbesten Bacon. Ja, alles schmeckt besser mit Bacon. Das ist ein altes Sprichwort und dieses Sprichwort kommt ganz besonders hier bei unserer Burgersoße zum Tragen. Denn diesen Bacon, den werden wir gleich klein schneiden und dann kommt er mit in die Soße. Aber dafür muss er erstmal richtig schön knusprig gebraten werden und das geht am besten in einer Pfanne. Ja, nimm so eine Grillpfanne oder eine ganz normale Pfanne. Du kannst natürlich auch im Grill machen, überhaupt kein Problem. Und dann wird der Bacon von beiden Seiten richtig schön angebraten. Und ganz wichtig ist, dass das Fett hinterher da rauslaufen kann. Deswegen pack es anschließend, wenn es gebraten ist, auf ein Zewa. Dann kann das Fett richtig schön abtropfen und du kannst das kannst den Bacon hinterher, wenn er erkaltet ist und richtig schön hart geworden ist, ganz klein schnibbeln. Und ja, die Idee zu dieser Burgersoße, die kam ja eigentlich, weil ich mir dachte, man packt ja immer Bacon auf so einen Burger drauf, warum packt man also nicht Bacon in die Soße? Und dann gibt es einen bekannten Grillsoßenhersteller, der hat eine Baconsoße gemacht, die ist okay, aber die ist nicht so gut, als wenn man sie selber macht. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, mach's es direkt mal selber. Und wenn der Bacon dann gebraten ist, dann kannst du weitermachen mit den übrigen Arbeitsschritten. Während der Bacon jetzt kalt wird, können wir uns um eine weiße Zwiebel kümmern. Ja, eine weiße Zwiebel, du brauchst keine ganze, du brauchst nur eine halbe oder du nimmst eine kleine, das ist auch kein Problem. Wichtig ist nur, dass es eine weiße ist, denn die wird jetzt gleich klein geschnitten und dann püriert. Jetzt wirst du dich fragen, warum schneide ich die erst klein, wenn ich sie danach püriere? Naja, ist relativ einfach, wenn du sie erstmal klein schneidest, dann hat es der Pürierstab oder die Küchenmaschine oder wie auch immer, ist gleich einfacher, das Ganze klein zu häckseln. Deswegen einmal die Zwiebel schneiden. Und wenn du dich fragst, was soll das hier mit dieser Zwiebel, Liebe, was ist das denn für ein Blödsinn, dann guck dir am besten die anderen Videos an, denn da erkläre ich zur Genüge, was es mit der Zwiebel, Liebe auf sich hat. Du kannst aber Teil der Zwiebel-Army werden, wenn du den Hashtag Zwiebel-Liebe unten in die Kommentare schreibst. Und apropos Zwiebel-Liebe, das hier, das ist jetzt so Gewürzgurken-Liebe und auch die Gewürzgurken werden selbstverständlich klein geschnitten. Ja, auch da derselbe Grund. Wenn ihr jetzt natürlich so einen Hyper-Mega-Mixer habt, der das alles innerhalb Sekunden klein schreddert und zu Mousse püriert, dann könnt ihr euch diesen Arbeitsschritt sparen. Wenn ihr aber ganz normale Leute mit ganz normalen Küchenmaschinen seid, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Trick, den ich euch hier jetzt genannt habe, voll der Trick, beherzigen und das kleinschneiden. Und als nächstes kommt dann Knoblauch ins Spiel. Ich habe jetzt mal 2 Zehen genommen, du kannst aber grundsätzlich auch 3, 5, 8 oder 16 nehmen. Das spielt überhaupt keine Rolle und mach's einfach so, wie es dir am besten schmeckt. Das Ganze packst du dann auch mit in so einen Mixbecher, Rührbecher und dann wird das Ganze mit einem Pürierstab einmal ordentlich und richtig fein durchpüriert. Die meiste Arbeit ist jetzt getan, nämlich die ganzen Zutaten klein pürieren und jetzt gibst du das Ganze zu der Mayonnaise. Wie gesagt, die genauen Rezeptangaben, die findest du wie immer am Ende vom Video. Und jetzt, um da noch ein bisschen Säure reinzubringen und um das Ganze noch ein bisschen haltbarer zu machen, denn Säure bringt natürlich auch Haltbarkeit, drückst du den Saft von einer halben Limette mit da rein. Achtung, nimm am besten Limettensaft, weil Zitronensaft ist einfach zu scharf, also zu sauer. Du weißt, was ich meine, deswegen Limettensaft. Und wenn du sagst, oh, das ist mir durch die Gewürzgurken schon sehr sauer, dann lass die einfach weg. Das ist auch überhaupt kein Problem. Kannst du machen, wie man im Sauerland sagt, wie du klein Geld hast. Also wenn du sagst, nee, ich möchte es nicht so sauer, dann lass die Limette einfach weg. Was du aber auf gar keinen Fall weglassen darfst, ist der Bacon. Und du siehst, ich schneide den richtig, richtig, richtig klein. So
klein, dass ich die Soße nachher in eine Squeezeflasche packen kann und diese Stückchen dann trotzdem die Öffnung obendrauf nicht verstopfen. Deswegen gib dir ein bisschen Mühe. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt so ein Küchenhobel, hier so ein Küchenmixer-Dings-Megateil hast, dann kannst du das natürlich auch einfach da reinknallen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, so ein bisschen Handarbeit, das hat noch keinem geschadet. Du kannst also einfach auch mal das Messer bemühen. Und das gleiche passiert dann mit der Petersilie. Das gibst du jetzt auch mit dabei und dann kommt da Senf und Ketchup mit hinzu. Jetzt wirst du dich fragen, warum Ketchup? Einmal sorgt Ketchup für eine richtig schöne Bindung und zum Zweiten ist in dem Ketchup natürlich ein bisschen Zucker drin. Deswegen haben wir dann so ein bisschen die Säure auch aufgefangen und wir bekommen eine unglaublich schöne Farbe hin. Wenn du jetzt sagst, boah, das will ich aber nicht hier mit dem Zucker, dann kannst du auch einfach zum Beispiel Tomatenmark oder sowas nehmen, damit du so eine tomatige Note mit da reinbekommst. Das ist überhaupt kein Problem. Lass deiner Fantasie einfach freien Lauf. Und wenn die Soße dann ordentlich durchgerührt ist, dann kannst du sie in Gläser und in Flaschen und in was auch immer füllen. Und die Soße sollte jetzt so gute 6 bis 8 Wochen halten. Kleiner Tipp, wenn du das im Sommer machst, dann bleibt die Soße garantiert nicht 6 bis 8 Wochen im Kühlschrank, sondern die ist vorher weg. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich wie immer über einen freundlichen Kommentar freuen, über einen Daumen nach oben. Erzähl gerne deinen Freunden von den Videos und verbreite und verteile das Ganze. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Tschüss.